Wir näher ran. Oh, erstmal das. Oh, wir setzen langsam. Uns hinten, oder was? Das Zeug liegt schon ewig hier unten. Ja, ja, ja. Oh yay, yeah, wir sind Pilot. Haha. Komm schon. Ich zieh. Komm schon. Am Ende startet die Maschine. Julia! Oh Gott! Fass sonst einfach nichts mehr an, klar? Ich konnte nicht anders, okay? Ich musste. Ich hatte die Wahl, was zu drücken. Es hat geleuchtet. Und wenn es leuchtet und wir was drücken dürfen, müssen wir das machen. Das ist genau wie mit großen roten Knöpfen, okay? Er hält was fest. Achso, das schon wieder. Nee, das müssen wir uns nochmal angucken. Kann ich nochmal zurück? Achso, wir gehen nochmal ganz zurück. Nein, nein, ich wollte zurück zu dem Piloten. Und wollte nochmal genau gucken. Ich wollte nämlich ganz nach vorne. Ganz nach vorne kann ich nicht. Nee. Okay. Schade. Kann ich auch wieder raus? Hallo? Ja, so. Sollen wir denn wieder gehen? Okay, ich meine, sie schüttelt die ganze Zeit ihren Kopf, als ob sie Nein sagen würde. Also vielleicht ist das nicht richtig. Und unser Alex bleibt hinten. Das ist Kugel. Das ist eine Kugel. Einschusslöcher. Der ganze Rumpf durchsiebt. Brad flippt noch aus, wenn er das sieht. Vielleicht sollten wir Brad nicht hier runterlassen. Sag mal, Alex, kommst du auch mal mit? Warum hängst du denn jetzt da fest? Das hat mir schon angeguckt. Ich würde gerade sagen, das blinkt wieder, aber das ist nur das Alte. Alex, hallo. Kommst du mit? Er hält was fest. Ja, das will ich mir nicht nochmal angucken. Ich will mit Alex reden. Wieso kommt er denn nicht? Steckt er fest? Oder was ist mit ihm? Alex. Ich glaube, der steckt fest. Ist er verbuggt oder so? Warum... Wir gehen einfach ohne ihn raus. Mal sehen, ob das irgendwie was auslöst, wo er mitkommt. Er steckt da einfach fest. Da kommt er nie wieder raus, der endet wie die anderen beiden. Naja, aber er hat die Kamera und den High-Stick. Den Bang-Stick, wie er ihn nennt. Also ist das vielleicht nicht ganz so gut, wenn wir ihn nicht mitnehmen, aber... Ich weiß ja nicht. Ah, da ist er wieder. Okay, er hängt tatsächlich fest. Julia, stopp! Da passt du nur ohne Tauchgerät rein. Zu riskant. Das Rohr ist ziemlich eng, wenn du ohne Kreislaufgerät stecken bleibst. Riskier mal was, ist viel zu gefährlich. Weißt du was, wir sind immer so eine sichere Entscheidungskraft in unseren Spielen. Wir riskieren ausnahmsweise mal was. Ich will da rein. Sei nicht so ein Weichei. Echt mal. Ich schaff das. Wir schaffen das. Weichei? Im Ernst jetzt? Am Ende verlieren wir sie direkt und sie stirbt. Riskier mal was, Feigling. Sie nimmt echt ihre ganze Ausrüstung. Aber ich fasse es nicht. Na komm, einmal riskieren wir was in dem Spiel. Einmal sind wir nicht die Feigen, die immer nur dasselbe machen. Ein Oktopus! Oh, ich dachte, es kommt jetzt Panik oder so. Alles gut, Julia. Alles gut. Da ist nichts. Geh einfach dem, folge dem engen Rohr. Na komm, gib her damit. Was ist das? Oh, immerhin kamen wir wieder raus. Das ist doch gut. Na Gott sei Dank. Gut, dass wir nicht gestorben sind. Aber gute Entscheidung. Scheiße und das war's. Eine Chance, kapiert? Ja, ist ja gut. Nein, wir sind rebellisch. Ich weiß doch, was ich mache. Ich weiß, was ich tue, okay? Wir sind zwar fast ertrunken, aber ich weiß, was ich mache. Was ist denn das? Suche läuft. Durchsuchtes Gebiet 1, sauber. Durchsuchtes Gebiet 2, sauber. Und 3 ist auch sauber. Das umdrehen? Das war ein Rettungsflugzeug. Seenotrettung. Flugplan. Einsatz, Sichtflug, Suchmission. Flugzeugtyp B29, Seenotrettungs. Aufklärungsflugzeug. Flugzeugkennung ARS 01V74821. Unleserlich. Kowalski. Können wir das lesen? Ah, ich weiß nicht. Start US-Stützpunkt Insel unleserlich, mein Gott. Und Ziel unleserlich. Und ich kann nicht reden. Unleserlich. So, was steht da? Irgendwas mit Island. Sunar Island? Irgendwas dahinter kommt noch.
Aber wo er hin will, keine Ahnung. Das war eine Rettungsmission. Ja, lief nicht gut als Rettungsmission, muss ich sagen. Dass einige schief werden. So wie jetzt auch gerade. Wir sollten gehen. Wir sollten weg von dem Wrack. Wir müssen hier raus. Ja, jetzt. Ganz schnell. Schwimmt nach oben oder so. Oben ist doch gerade nichts. Und nimm das Ding mit oder so. Ich will das... Ja. Ein Hahn! Oh mein Gott. Okay. Wo ist der Bangstick? Schlag den an. Jetzt auch noch Haie? Komm her, du Hai! Haben wir den Bangstick noch? Ich meine, sie hat ihn irgendwo fallen lassen eben. Komm schon. Oh. Sind Riffhaie nicht gefährlich? Ich kenne mich damit nicht aus. Ganz ehrlich, das wäre mir auch egal. Ich würde keinen Hai. Ich traue keinen Hai. Warte. Egal, was für ein Hai es ist. Oh, okay. Was denn? Was machst du? Warum das Gezappel? Ich weiß nicht wie. Ich wollte dich was fragen, aber jetzt ist es gerade schlecht. Du willst mich was unter Wasser fragen? Hast du ein hartes Problem? Ach, bitte. Du wirkst abgelenkt. Was ist denn mit dir los? Nichts. Nichts. Nur der Gedanke an einen grausamen und sinnlosen Tod hat mich doch etwas mitgenommen. Ist doch jetzt egal. Lass uns wieder auftauchen. Hä, sag mir doch einfach was. Paranoid, im Ernst, was ist los? Hey, im Ernst, was ist los? Sag's mir doch einfach. Klar, aber ich mach mir Sorgen. Nur, vergiss es. Hätte nichts sagen sollen. Willst du uns das L-Wort sagen? Weil du dachtest, wir sterben? Oder du willst Schluss machen? Hier, Julia. Könnte beides sein bei seiner Reaktion gerade. Am Ende macht er uns Antrag. Hey, wo kommt das andere Boot her? Es fährt wieder weg. Warte. Julia, erst die Dekompression. Hey. Haben die uns angezündet? Wir müssen darauf. Warte, die Dekompression. Ja, dekomprimier erstmal. Mein Bruder ist oben. Nein, nein, nein. Verdammt, okay. Wir müssen vorsichtig sein. Stimmt, ja. Die Dekompression. Das ist wichtig. Egoistisch geht hoch. Das ist nicht egoistisch. Das ist für die Gesundheit. Das ist wichtig. Komm schon. Oh mein Gott, das dauert ja ewig. Das ist ja Folter. Noch ein paar Sekunden. Okay, jetzt. Los, los. Hey, was zum Teufel ist hier los? Was war denn los? Alles cool, Mann. Alles wieder am Lot. Ach ja? Und die ganzen Geldscheine liegen da. Wir hatten einen Unfall. Mit dem Grill. Sah aus, als wäre das Boot explodiert. Warum bezahlst du das Meer? Was war mit dem anderen Boot? Nee, ich frag mit dem Meer bezahlen, weil das war echt eine Arschaktion von ihm. Warum bezahlst du das Meer? Ein paar Fischer sind auf die Tauchleine aufgelaufen. Ach, so war das. Ja, die waren echt sauer. Also hat Conrad mit Geld um sich... Die haben doch selber Schuld, dass sie daran reingefahren sind. Mich interessiert, was ihr gefunden habt. Tja, das Flugzeug. Es ist riesig. Voll mit coolem Zeug. Leider konnten... wir es nicht ganz unversehrt wieder verlassen. Was? Wieso? Wegen der Tauchleine. Nee. Wie schlimm? Also erstens, das Cockpit ist weg. Gott, was für eine Scheiße! Stimmt, dafür kriegt sie ja jetzt den Ärger, ne? Dafür, dass wir das gemacht haben. Hätte jemand sterben können? Warum sind wir jetzt schon beim Therapeuten? Hätten wir schon jemanden verlieren können? Ah ja, wahrscheinlich. Nee. Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wollen mit den großen Fischen schwimmen. Mhm. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Wer hat das nicht? Und Julia. Die große Liebe von Alex. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Oder vielleicht eher arrogant. Oh, sehr arrogant, so wie wir gerade gesehen haben. Und dann ist da Captain Fliss. Stark, direkt und stur. Hat es etwa gefunkt zwischen ihr und Conrad? Leider. Ich wusste nicht, wie er war, als ich das gemacht habe. Ich versichere Ihnen, sie halfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen, die Sie später schätzen werden. Gute Arbeit. Oh, wir haben was Gutes gemacht. Haha, meine Entscheidungen waren perfekt.
Wie gut war das Flugzeug erhalten? Erwartungsgemäß. Brad, das war Wahnsinn. Das war wie eine Zeitreise. Kein Witz. Tja, es war wie eine Zeitreise, bei der man aus Versehen in einer Vergangenheit landet, in der alles unter Wasser liegt und voller Muscheln ist. Und Haie. Haie? Ja, da war ein Hai. Hey, ich war ganz schön nervös. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trinke mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weitergetrunken. Und weitergetrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich suche ihn mal. Such lieber nicht, wer weiß, was die beiden zusammen machen. Flugzeug. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Da ist doch etwas... hallo? Wir sollten fröhlich antworten, aber ich weiß nicht. Ich würde tatsächlich gerne wissen, was er von uns wollte. Du bist wie ein offenes Buch mit Schriftgröße. Ja, was ist los? Ich kann schon aus der Ferne sehen, dass was ist. Ich bin wirklich nur ein bisschen abgelenkt. Aber wieso? Julia, bist du glücklich? Klar. Ich glaube schon. Entspannt, ja klar. Ah, ich glaube? Ich meine, ja, schon. Ich denke schon. Du denkst? Oder weißt du's? Ist alles in Ordnung? Mit uns? Wo kommt das denn jetzt her? Bedrückt frage ich mich auch. Verständnisvoll, mach dir keine Sorgen. Ich habe ja gar keine Ahnung von deren Beziehung. Ist sie okay oder nicht? Eines der Dinge, die ich an dir liebe, ist deine große Leidenschaft. Aber, Alex, du musst unbedingt aufhören, so sensibel zu sein und dir über alles Sorgen zu machen. Jede Beziehung hat Höhen und Tiefen. Wir müssen nur darüber reden. Ich denke, ich habe mir in letzter Zeit viele Sorgen gemacht. Um uns. Wahrscheinlich wegen der Fernbeziehung, kann das sein? Oh, dann war das, was wir am Anfang gesagt haben, wahrscheinlich eins, ob er Schluss macht oder mit ihr nochmal redet. Das war irgendwie, was wir mit Brad gesagt haben zu Alex. Ja, ich bin zufrieden, keine Sorge. Es gibt keinen Grund zur Sorge, echt nicht. Ich weiß wirklich nicht, was du hast. Alles ist toll. Okay, ja, stimmt. Ich suche dann jetzt Brad und Conrad und Fliss. Hey, mein Bruder gesehen? Oder Fliss? Nein, ich war abgelenkt. Holen wir sie. Klar. Du warst abgelenkt? Wovon? Hast du uns zugehört, oder was? Oh mein Gott, okay, die machen wirklich rum. Nach seiner Aktion, was er abgezogen hast, machst du immer noch mit ihm rum? Die Küstenwache ist hier, schelmisch. Küstenwache, die Küstenwache ist hier! Was? Lasst euer Meth verschwinden, wir müssen schnell das Meth loswerden. Lebendig kriegen die uns nicht. Was zum Teufel? Ich finde sie super, Julia ist genial. Oh Mann. Im Ernst, das kannst du echt nicht bringen, Julia. Der macht doch nicht mitten im Flur rum. Wollte ich gerade. Erst recht nicht mit dem Typen da. Der ist fies. Er ist arrogant. Und er schmeißt einfach Geld ins Wasser. Niemand sollte Geld einfach verschwenden. Ich mag ihn nicht mehr. Ich hasse ihn. Purer Hass. Oder er verachten kommt jetzt von mir für ihn. Ist ja ekelhaft. Okay, wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Blog an. Vielleicht finden wir raus, warum das Flugzeug da war. Wo ist er denn? In deinem Koffer. Okay, ich hole ihn. Hey. Ja, wir dürfen uns bewegen. Perfekt. Auch mal ganz kurz, bevor ich mich gerade bewege. Du wirkst abgelenkt. Ich bin... Nee, alles gut. Sorry. Ich war wohl etwas abwesend. Okay. Ich bin sehr froh, dass die Gespräche besser geworden sind, weil die Gespräche, die wir am Anfang hatten mit den beiden Soldaten... Mein Gott, die waren furchtbar. Die klangen ja sehr komisch gestriktet. Ins Flugzeug zu gehen war super gefährlich, offensichtlich, und doppelt so illegal. Okay, jetzt ist es passiert und wir müssen den Rest unseres Lebens lügen, sonst droht uns Knast. Kann man echt dafür direkt eingesperrt werden, wenn man ein Wrack entdeckt und dann aus Versehen, naja, zerstört? Ich finde das doch ein bisschen heftig dafür, ins Gefängnis zu können. Sorry, war abgelenkt. Na los! Holen wir ihn. Hey, lass mich doch kurz gucken. Ich wollte alleine gucken gehen. Wie fies. Er hat mich abgehalten, davon die Bilder anzugucken. Hab ihn. Gehen wir hoch. Hey, lass mich doch... Komm her, mein Feger. Ach, deswegen. Frechheit. Ich dachte schon, was soll das hier? Wir müssen zurück. Oh. Genau, hier. Immerhin scheint es ihm ein bisschen besser zu gehen, jetzt nachdem wir gesprochen haben. Das ist schön. Ich bin froh, dass wir am Anfang ihm den Rat gegeben haben, nochmal darüber nachzudenken.
Ich denke mal, er fühlt sich unsicher wegen der Fernbeziehung von den beiden. Es ist wichtig, dass die beiden sprechen. Wie immer kein Widerstand. Okay, Leute, hört mal her. Mandschurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Captain? Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Da war ein Flugplan, der es anscheinend als Rettungsflugzeug ausgab. Ja, macht Sinn. Nach dem Krieg machte man aus Langstreckenbombern Rettungsflieger. Und dieses Flugzeug wurde abgeschossen. Das war übersät mit Einschusslöchern. Da war ein Steckschuss im Flugzeugrumpf. Ha. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey. Sie waren respektvoll. Nein, ihr habt getan, was ihr wolltet. Was ihr auch habt, ihr habt zu viel. Was meint sie denn gerade? Sie weiß doch bestimmt mehr, als sie sagt. Keiner weiß davon. Ach, komm schon. Niemand weiß, dass wir da unten waren. Und ich glaube, Geister reden nicht. Ihr Amis seid doch alle gleich, oder? Keinen Respekt vor Traditionen. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Sie haben doch nur diesen Block mitgenommen, das Logbuch. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten. Nichts Wichtiges. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Brad. Kennst du eine Gruselstory? Ich meine, das stimme ich zu mit der Respekt, ja, mit dem Respekt für die Totenruhe. Aber ich verstehe nicht, warum sie jetzt ausrastet, weil wir diesen Lock in der Hand haben. Das ist jetzt nicht wirklich die Ruhe stören. Ich meine, wir haben es abgerissen, das war nicht okay, aber ich wollte einmal nur was Böses tun. Lass hören. Raus damit. Dein Seemannsgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank irgendwie. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte, sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, sie stammt aus den verrotteten Seiten des schaurigen alten Bordmagazins, das ich auf dem Hinflug gelesen habe. Wie gruselig. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht, Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Genervt. Psst. Er hat nur eins im Sinn. Hä? Was? Ich finde beides irgendwie... Er hat nur eins im Sinn. Die Frau sagt, ich wohne hier. Im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. What? Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Ich erzähle nur die Fakten. Wie, jeder hat eine Axt an der Wand hängen, oder nicht? Zerhackt in winzig kleine Stückchen. Mit einer Axt. Provokant. Aufhübschung ist erlaubt. Oh, Julia. Weißt du, manchmal muss man die Fakten aufhübschen, um eine tiefere Wahrheit zu enthüllen. Ist okay. Okay, also, wer war's? Die Frau sagt, das war mein Mann. Und wendet sich dem Schrank zu. Und sagt, er ist da drin. Ah ja, der Ehemann. Und deshalb traue ich der Ehe auch keinen Zentimeter. Dass sie da immer reinreden muss. Kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber seine Kehle ist durchgeschnitten. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher, näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Das ist ein schlechter Jumpscare, das gerade war. Ach Gott, ey, der war ja gar nicht gut. Coole Story, war nicht gruselig. Ich meine, hey, die war verstörend. Da kann man ihm schon, komm schon, man erkennt es an, was er gesagt hat. Ich fand sie gut. Das ist ja fies, ihn jetzt runterzumachen.
Letztens hast du sie besser erzählt, aber guter Versuch. Ach, die war doch gar nicht schlecht. Okay, ihr hattet alle euren Spaß. Wir sollten schlafen gehen, das Wetter wird schlechter. Nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Haie geht. Ernsthaft? Noch eins? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha. Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ich befolge nur Befehle, Ma'am. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus. Ich finde Conrad ja echt witzig. Hätte er das nicht abgezogen mit der Aktion eben, mit den Scheinen. War alles kaputt gemacht für mich.